Ronja und heute mache ich ein Video, nachdem wirklich keiner gefragt hat. Und zwar, Easy und ich machen ja manchmal Modpacks und über die Zeit hat sich bei mir in meinem Gehirn eine Sammlung gebildet an süßen Minecraft-Mods. Also falls euer Lieblingsmod nicht dabei ist, dann tut es mir herzlich leid. Aber heute schauen wir uns die Top 10 süßesten Minecraft-Mods an, die es in diesem Spiel gibt. Ja, viele davon kennt ihr vielleicht, wenn ihr schon mal das ein oder andere Minecraft-Projekt von Easy und mir gesehen habt. Falls ihr es übrigens noch nicht gemacht habt, abonniert sehr gerne diesen Kanal, dann verpasst ihr keine neuen Videos mehr. Und wenn ihr schnell seid und einen Kommentar schreibt, seid ihr vielleicht im nächsten Video am Ende der Top-Kommentar, der eingeblendet wird. Und, ja, letzte Ankündigung, bevor wir loslegen. Ich habe Merchandise, falls ihr das nicht wisst, ist auf 3dsupply.ronja, ist unten in der Videobeschreibung auch der erste Link. Da könnt ihr euch unbedingt den Merch angucken, das ist nämlich zuckersüß, okay? Hands down, super niedlich. Okay, lass uns anfangen. Alrighty, mein erster Mod, den ich euch gerne zeigen würde, sind Minecarts mit Skins. Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, wow, Minecarts mit Skins. Herzlichen Glückwunsch, Ronja. Aber, okay, wir haben hier ein paar. Ich weiß gar nicht, ob ich genug Platz geschaffen habe für die ganzen Minecarts. Ich versuche mal mein Glück. Und zwar haben wir den Elefant, super niedlich, den Frosch, ja, hält sich in Grenzen mit der Niedlichkeit. Ich liebe den Panda. Pelikan. Ich zeige euch einfach kurz erstmal alle hingestellt, dann könnt ihr gerne entscheiden. Stellt euch mal vor, ihr baut euch so eine kleine Achterbahn und da ist dann einfach so eine Biene und fliegt. Also alle sind irgendwie halbwegs niedlich und dann haben wir ihn hier. Warum? Warum? Ich habe den gar nicht gesehen vorher. Ich habe nur die Biene, bevor als ich das Video geskriptet habe, war ich so, oh mein Gott, die sind voll niedlich. Die sind alle voll toll, die kann ich zeigen. Das wird ein Fest. Why? Why do you exist? I hate you. No. Ja, okay, das ist unser Mod Nummer 10. Das sind die Minecarts. Und auf dem nächsten Platz ist unser Mod und der heißt Bouncing Balls, was eher funny ist, ja? Weniger süß, mehr einfach funny ist, weil du so kleine Aufblasbälle hast. Ich nehme mal den pinken. Und den kannst du in die Hand nehmen und dann kannst du damit hüpfen. Wie halt auf so einem echten Gummiball. Den hältst du relativ groß in der Hand. Und dann kannst du damit bouncen. Das ist irgendwie, ja, ich finde das funny. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das funny findet, aber ich finde das persönlich äußerst witzig. Deswegen Bouncing Balls ist mein Platz Nummer 9. Und mein Platz Nummer 8 ist ein Mod, den kennt ihr wahrscheinlich sogar schon. Und zwar sind das Fairy Lights. Ich finde, Fairy Lights machen alles schöner. Ich meine, wow, ha? Huh? Guckt euch das mal an. Die kann man auch customizen, die kann man auf dem Crafting Table hauen und dann noch verschiedene extra Mods reinmachen. Es gibt welche mit Schneeflocken, es gibt welche mit so extra kleinen Glühlämpchen. Es gibt super viele Sachen, du kannst die customizen ohne Ende. Es gibt, glaube ich, kein Projekt, in dem Easy und ich keine Fairy Lights haben. Einfach, weil wir gerne diese Abschlusspartys machen am Ende, wenn wir die Stadt verlassen. Und dann kann man das immer so schön dekorieren und dann kann man überall Fairy Lights reinhauen. Ich finde den Mod super cute und ich bin großer Fan. Und deswegen ist das meine Nummer 8. Auf meinem Platz Nummer 7 ist, wie könnte es anders sein, der Ultimate Unicorn Mod. Das ist jetzt nur eins, ja? Aber es gibt einen Haufen. Oh, ja, ich war im falschen Ordner. Hier, okay, Achtung, aufgepasst. Ich zeige euch alle. Dann seid ihr glücklich und ich bin auch glücklich. Wir haben einmal den Boy, ziemlich chunky, ziemlich cool. Wir haben die Nightmares, die kennt ihr wahrscheinlich. Die brennen, aber sehen trotzdem edgy aus. Wir haben den, ja, Zucker. Wir haben das Kirin, was irgendwie aussieht wie so eine super mythische Star-Dings. Der Schwanz wackelt, es ist einfach beautiful. Rentiere gibt's. Vor allem auch noch niedliche mit so Flecken drauf. Es gibt ihn hier. Alea, Bringer of Dawn. Du kannst auf ihm reiten. Er hat coole Flügel. Es ist wie ein Pegasus-Einhorn, nur in cooler. Dann haben wir den hier. Regenbogen, ja? Beziehungsweise nicht Regenbogen, aber du hast Blumen auf deinem Flügel. Pegasus-Einhorn, nur cooler. Dann haben wir ihn hier. Typhoon, The Destroyer. Ebenfalls Einhorn-Pegasus, nur in cool und in groß und in mighty. Wir haben noch das normale Pegasus und das normale Einhorn. Die kennt ihr, die sind nichts Neues. Pegasus ist ein Pegasus, Einhorn ist ein Einhorn. Das sind die Classics, die sind auch in super vielen Projekten drin, weil die einfach cool sind. Also wenn irgendjemand von euch Nasen mit dem Ultimate Unicorn Mod sagt, oh ja, den finde ich nicht so süß, liegt ihr falsch. Da liegt ihr einfach falsch, faktisch. Unser nächster Mod, deswegen war ich ursprünglich auch im Eis, heißt Waddles. Das heißt, dass im Eis einfach Pinguine spawnen, okay? Ich finde sie jetzt nicht. Ich habe eine Weile gesucht. Ich bin auch ein bisschen sad. Aber deswegen versuche ich jetzt, uns selber einen zu spawnen. Und zwar sehen die so aus, ja? Die existieren einfach, die sind im Eis, die chillen da. Vielleicht habe ich irgendwas falsch gemacht beim Einfügen. Aber die sind halt überall. Die sind quasi extra Tiere, die geedit werden. Die spawnen automatisch im Wald. Und also, die können nicht wirklich was. Will mir irgendjemand sagen, ihr mögt keine Pinguine? Das wäre sehr traurig.
Deswegen auf Platz Nummer, oh Gott, wo sind wir? Auf Platz 5. Nachgezählt. Das ist What It's. Und auf Platz 4 kommt Girl-T-Shirts, okay? Und zwar heißt das Valtils Girl Armor, habe ich auf mein Skript geschrieben. Du kannst einfach Klamotten als Armor anziehen. Zum Beispiel dieses Ding. Bäm, okay, das fühle ich jetzt nicht so, gebe ich ganz ehrlich zu. Es gibt Röcke, du kannst dir hier, warte mal, so einen Top anziehen. Und dann gibt es Hüte. Da könnte ich mir jetzt eine Schleife in die Haare machen, wie zum Beispiel diese pinke Schleife. Bäm, dann habe ich eine Krone auf. Und dann habt ihr ein Outfit. Und es ist Armor und es ist trotzdem cute. Und es, wie ihr gesehen habt, ja, es gibt wide varieties. Ihr habt hier 15.000 Röcke, ihr habt hier 15.000 T-Shirts. Die geben unterschiedlich viel Armor. Hier, die geben 5 Toughness und 8 Armor. Die da oben bringen nicht so viel. Die sind ein bisschen lame-o. Die haben nur 3. Aber die sehen trotzdem cute aus. Und die Hüte geben dir auch Armor. Vor allem die kleinen Dingsies. Guckt euch das an. Panda-Hut. Panda-Hut. Wie gesagt, der Mod heißt Valtils Girl Armor. Da könnt ihr euch einen Haufen Klamotten anziehen. Das ist amazing, okay? Ich hasse die normale Armor. Ich hasse, wie die aussehen. Aber ich liebe die. Und deswegen ist das meine Nummer 4. 4. 4. Auf Platz 3 haben wir einen. Und zwar, den habe ich noch nicht getestet. Okay, den testen wir jetzt gemeinsam. Ich habe ihn nur gesehen. Ich fand ihn super cute. Und zwar craften wir uns mit 3 Eisen. Und einem Diamandi eine Deep Sea Necklace. Die können wir auch customizen. Und zwar, wenn wir da einfach Farbe reinballern, dann wird die zum Beispiel jetzt hier blau-lila. Die können wir jetzt anziehen, wenn wir in den richtigen Game Mode gehen. Jetzt habe ich sie um den Hals, auch wenn ihr das nicht seht. Aber sie ist da, okay? Ich habe sie statt meinem T-Shirt angezogen. Und, ja, bitte funktionier, bitte funktionier, bitte funktionier. Wir haben einen Meerjungfrauenschwanz, wenn wir im Wasser sind. Look at this. Es ist amazing. Wir sind quasi ein Fischli. Wir sind eine Meerjungfrau. Meerjungfrauenprojekt incoming, please. You can't stop me. Oh mein Gott, ich bin genuinely so hyped. Ich habe gedacht, es klappt nicht. Ich habe das nicht getestet vorher, weil ich irgendwie zu faul war. Oh mein Gott, Platz 3, Meerjungfrauen-Mod. Und sein nächster Mod auf der Liste, auf Nummer 2, ja, der zweite Platz, sind Inventory-Pads, weil die irre cute sind. Du hast einfach Pads in deinem Inventory. Ich habe jetzt eine Kuh, die macht hier zum Beispiel Removes Negative Potion Effects, fills empty buckets with milk. Das heißt, wenn ich jetzt hier, sagen wir mal, einen leeren Bucket in meinem Inventar hätte, wie zum Beispiel den hier, und ich würde hier, sagen wir mal, Weizen haben, weil meine Kuh mag Weizen, dann könnte ich meine Kuh füttern mit Weizen. Und ich hätte sie im Inventar und sie würde mir meine Buckets mit Milch füllen. Ich weiß nicht genau, wieso es nicht funktioniert, though. Okay, wir haben jetzt noch ein Hähnchen geholt, ja? Weil ich nicht genau weiß, wie die Kuh funktioniert. Aber das Hähnchen hat mehr Instructions. Und zwar kann dir Eier geben. Das ist aber gerade ausgeschaltet. Das gibt mir Speed, ja? Wie ihr seht, bin ich im Fast One, weil ich das Hähnchen in meinem Inventar habe. Das Huhn gibt mir Kraft, schnell zu rennen. Das Huhn isst gerne Weizensamen. Und zwar isst es die mit Sneak und Right-Click, okay? Das heißt, wir sneaken und wir Right-Clicken die Weizensamen. Vielleicht müssen wir... Das Chicken gibt mir jetzt Items. Aber Platz 2, Inventory Pads, es gibt irre viele. Ihr könnt euch aussuchen, was immer ihr wollt. Es gibt für alles was, ja? Es gibt einen fliegenden Sattel, es gibt eine Banane, es gibt Biome, es gibt Quantum-Kristall-Monster. Du hast eine Filmklappe da oben. Es erinnert mich ein bisschen an so Tamagotchis aus meiner Kindheit, deswegen bin ich da so hooked. Aber das ist auf jeden Fall mit Abstand mein Platz 2. Und mein Platz Nummer 1, ja, ebenfalls mit Abstand, ist Doggy Talents. Und zwar aus folgendem Grund. Wir alle lieben unseren Haustierhund. Überlegt mal, euer Haustierhund wäre einfach ein cooler Hund, ja. Ich habe hier noch einen. Und du kannst ihm Befehle beibringen. Du hast einfach eine Pfeife, du kannst deinem Hund Befehle beibringen. Dein Hund kann 19 verschiedene Tricks suchen, was ich jetzt nicht gerade von der Website ablesen. Du hast Training Treats, damit kannst du den Sachen beibringen. Das funktioniert über so ein Leveling-System. Je mehr Training Treats du dem Hund gibst, desto mehr Sachen kann er. Hier gibt es auch verschiedene Level an Treats. Das heißt, wir haben hier, das ist der Basis, dann kannst du höher und höher und höher und höher. Die geben dann unterschiedlich viel XP. Dem kann ich jetzt hier zum Beispiel den Super Treat geben. Ich habe hier eine Schütte. Ich habe hier eine Futterschüssel, ich habe hier ein Bad, wo er drin schlafen kann, wo er drin baden kann. Ich habe hier ein Bett, wo er drin schlafen kann. Ich habe Knochen, mit dem ich den Hund größer oder kleiner machen kann. Es gibt große und kleine. Hier kann ich ihn zum Beispiel größer machen. Ich kann, Achtung, aufgepasst, die Pfeife umstellen. Ja? Einmal haben wir die normale Roaring Whistle. Roaring, hier können wir Command Stand machen, Command Heal, Command Stay, Command Okay, Shepherd's Whistle, Tactical Whistle, Roaring Whistle. Du kannst halt die verschiedenen Sachen umstellen.
Und je nachdem, was wir haben, macht der Hund dann verschiedene Sachen. Und also falls es euch wirklich interessiert, könnt ihr euch das durchlesen. Es gibt in dem Mod super viele Sachen, die ihr tatsächlich machen könnt. Es gibt ein komplettes Leveling-System, was ich euch jetzt nicht erklären will, weil das würde den Rahmen von diesem Video sprengen. Die Hunde haben eine neue AI. Wenn die ins Wasser gehen, schütteln die sich danach. Jetzt ist es ziemlich cute. Ich mache mir nochmal ein Baby. Die kommen mit dir mit. Die sind am Viben mit dir. Du kannst denen verschiedene Bänder anziehen. Du hast mehr quasi Auswahl, was die Klamotten angeht für deinen Dogo. Das heißt, hier zum Beispiel kriegt der jetzt einen gelben und dem kann ich einen Regenbogen-Collar anziehen. Hey, Hundi! Der hat einen Regenbogenrahmen. Es ist amazing, ja? Du hast so viele Möglichkeiten. Jetzt kann ich ihm sagen, stay! Und dann bleibt er sitzen. Und es ist fantastisch. Deswegen ist das mein Numero Uno Mod. Das war's aber mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Kommentar da, was ihr denkt, ja? Vielleicht habt ihr eine andere Meinung. Vielleicht sagt ihr Doggy Talents Platz 10. Weil, also, kann ja sein, dass ihr das denkt. Ich denke das nicht, aber vielleicht denkt ihr das ja. Wie gesagt, kommentiert gerne eure Reihenfolge in den Kommentaren oder ob ihr noch irgendeinen amazing, cute Mod habt, weil ich bin immer neugierig, ja? Also wenn ihr irgendwas habt und ihr sagt, oh mein Gott, Ronja, wie kannst du den nicht gesehen haben? Dann schreibt mir das, bitte, bitte. Ansonsten, falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert sehr gerne diesen Kanal, dann verpasst ihr keine neuen Videos und dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!